Um die Verzögerungsregel einzurichten, tun Sie das Folgende. Klicken Sie auf Datei. Klicken Sie Regeln und Benachrichtigungen verwalten. Neue Regel erstellen, und zwar Regel auf von mir gesendete Nachrichten anwenden. Weiter. Dieses Feld überspringen wir, weil ich keine Bedingungen stellen möchte an die Regel. Outlook bestätigt dies. Und dann wählen wir diese eine Anzahl von Minuten verzögert übermitteln. Ich wähle hier 3 Minuten. Okay, weiter. Hier weiche ich von der Microsoft-Anleitung ab, denn ich möchte alle außer bestimmten Wörtern im Text, und das bestimmte Wort ist bei mir ein Punkt in Klammern, hinzufügen, okay, weiter anklicken, dann sende Verzögerung als Namen und dann können wir fertigstellen. Outlook weist uns noch darauf hin, dass diese Regel nur aktiv ist, wenn Outlook läuft. Das war's auch schon und vielen Dank.